So, jetzt hatten wir gerade schon unseren kleinen Zwischenstopp, haben schon mal 100 Japan-Koi selektiert. Genau, jetzt sind wir in der alten Warmwasseranlage. Wir hatten ja vorhin erwähnt, dass wir die Zucht von Heilensleben nach Bebertal geholt haben, alles von einem Standort. Das heißt, mehrere Gänge gehen in die Zucht über. Hier unten links haben wir schon kleine Brokatbarben. Ich würde sagen, aber wir fangen hinten an und dann schauen wir mal. Hier rechts alles ein bisschen blaulastig. Das hat aber einen Hintergrund, wenn du nach rechts von dir schwenkst. Dort sind die ganzen Skalargelege. Die setzen wir an natürlich mit Methylenblau, dass die Eier nicht verpilzen. Hier sehen wir schon ein paar aufschwimmen. Wir sind vom 22.03. Ansonsten nehmen wir halt diese Platten, nenne ich es mal, raus und hängen die hier rein, sodass im Endeffekt hier, kannst du noch mal schauen, die Eier dran sind. Hier waren früher die ganzen Neons drin. René, kannst du noch wissen? Ja, also Neons und Nanofische. Genau, Weichwasserfische, das ist unsere Zucht jetzt gesehen. Hier oben setzen wir dann ab, hier zum Beispiel White Marmor Skalare vom 15. März, oder nee, vom 16. März Avatar. Skalare, die dann irgendwann, wenn du nach unten schwenkst, so aussehen. Und aus diesen Fischen soll erstmal ein Skalar werden. Ja, auf der anderen Seite unsere Zuchtgruppen von Seimlern. Hier haben wir die Schmuckseimler. Die sind getrennt zwischen Männchen und Weibchen. Werden dann zusammengesetzt in gewisse Ableichkörbe, die ich dir nachher noch mal zeige. Da kommt pro Ableichkorb ein Pärchen rein in ein vorbereitetes Becken, was dort mit Erlenzapfen und Seemannebaumblättern vom pH-Wert runtergezogen ist, sodass die Schmuckseimer in Laichstimmungen kommen und dort halt ableichen. Das gleiche hier oben haben wir mit unserem Phantomseimler, auch getrennt nach Männchen und Weibchen. Und wenn wir welche brauchen, setzen wir das Ganze an. Hier sehen wir nochmal schöne Pupeurskalare. In kleinen, aus diesen Fischen möchte erstmal ein Skalar werden. Aber auch diese Fische werden groß, denn wenn wir jetzt nach links schwenken, sehen wir unsere Zuchtpaare. Ja, jeweils einzeln gesetzt. Jetzt wann sind sie drin? Hier haben wir den schönen Kobalt-Grünspiegel Dark. Dann gehen wir weiter auf White Marmor, sitzt nicht mehr drin, aber das sind die Sea Points. Also so sehen die Sea Points später aus, wenn sie ausgewachsen sind. Dann kommen die Lieblingsfische von unserem René. Hier haben wir Koi Red. Hier unten schöne White Marmor. Die putzen auch schon, sieht man wunderbar. Da wird bald ein Gelege kommen. Und ansonsten unser Aushängeschild, unsere Blutseimler. Auch getrennt nach Männchen und Weibchen. Ja, das ist dieser Fisch, der uns groß gemacht hat mit einer guten alten DDR-Linie, ja, die Herr Kühn immer wieder weiterzieht und stabil hält. Das ist ein Blutseimer, der auch bei René in einem schönen Schaubecken rumschwimmt. Richtig, René? Mittlerweile ist da schon wieder ein anderer Besatz. Mittlerweile wir wechseln ja immer Fisch mal wieder. Aber dort diesen Fisch schön reingesetzt in ein Becken, ein Schaubecken, ist ein Highlight. Wenn du anschließend weitergehst, haben wir unsere schönen Snow Diamond. Das sind halt auch Fische, die auch einen schönen Eyecatcher in einem wunderschönen Becken haben. Wir ziehen natürlich auch unsere Schwielenwelse eigenhändig nach, also eigene Nachzuchten von Schwielenwelsen. Hier sind die Zuchtpaare drin. Sehen wir ein schönes Schaumnest. Das heißt, sie haben eine Glasplatte gesetzt. Unter dieser Glasplatte bauen die Schwielenwelse ein Schaumnest, legen da die Eier rein. Wir nehmen dann die Glasplatte raus und die Schwielenwelse schlüpfen dann da im Endeffekt. Unser Kupferseimler auch getrennt nach Männchen, Weibchen. Und ansonsten sind überall in den ganzen Becken, rechts und links, kleine Fische drin. Das sind Blutseimler vom Ende Februar. Da sieht man mal, wie klein die werden oder sind. Daraus möchte erstmal ein Blutseimler werden. Unser Sumatra-Barben, auch unterteilt in Männchen und Weibchen. Dort sieht man mal, wie groß so eine Sumatra-Barben werden kann. Das gleiche in Grün mit der Moosbarbe und auf der anderen Seite die Platidobarbe. Das ist das Schöne, wenn der René bei uns die bestellt, ihr könnt die alle zusammen in ein Becken setzen. Die kommen alle von uns. Also wir setzen Männchen und Weibchen in so einen Ableichkorb, haben das Wasser dementsprechend vorbereitet und dort laichen dann die Sumatra-Barben ab und werden dann gleich, wenn man eine Etage höher geht, diese sind vom 4.3., also gerade mal 3 Wochen alt. Und das sieht man auch schon, das wollen auch noch Sumatra-Barben werden. Hier das Gleiche, dass man mal guckt, vom 3.3. oder Sumatra-Barben Platin. Wir legen halt großen Wert drauf, dass wir dort die Qualität und auch die Farbschläge dementsprechend weiterziehen. Hier auch ein sehr schöner Fisch, René. Ja, Königseimer. Königseimer in Large. Habe ich noch da. Europäische Nachzuchten. Also wir setzen auf alle Fälle nicht nur auf eigene Nachzuchten, sondern auch auf deutsche und europäische Nachzuchten. Ich sage immer, die Fische haben kein Flugzeug gesehen. Ja, also sind im Endeffekt auch zwar per Auto unterwegs, aber immer noch schonender als Importe.
Ja, und da soll noch mal einer sagen, wir Aquarianer haben so einen ökologischen Fußabdruck. Ne? Genau, das soll noch einer sagen, dass wir einen ökologischen Fußabdruck haben. Den haben wir natürlich. Aber keinen so großen. Aber keinen so großen, genau. Wenn man darauf achtet, woher die Fische kommen jedenfalls. Ja? Hier haben wir jetzt was Tolles für die Asienfreunde. Richtig schöne Colisa labiosa, dicklippige Fadenfische in Pfirsichrot. Ein richtiger Farbknaller. Und da nehmen wir auch mal welche mit. So, hier haben wir schöne L46. Seit Anfang des Jahres leider meldepflichtig, das heißt bei uns auch. Aber dass man den Fisch mal sieht, sehr, sehr teuer, aber auch sehr, sehr gute Qualität. Und sehr, sehr schön. Und sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, meldepflichtig seit Anfang des Jahres, auch für Bestandstiere. Wissen die meisten nicht, sollte man auch melden. Spätestens, wenn man den Fisch dann doch mal weitergeben möchte. Genau. Wird's ansonsten habe ich noch schöne 387, René. Finde ich so sehr, sehr schick. Den behalten wir mal im Hinterkopf. Ja. So groß werden Elbhälse. Ja, also das sind nicht Tiere, die kleinbleibend sind, sondern die werden wirklich groß. Da ist das 60er Becken nicht ausreichend. Das sind, dass man das auch mal sieht, das sind ausgewachsene Tiere. 20 mal Corydoras Panda. Guck mal hier oben. Dann machen wir noch 25 Paleatus. Aber hier unten hast du auch noch Paleatus, wenn ich die mal sehen könnte. Ja, das ist das Schöne, wenn man im Großhandel ist. Manchmal gibt es mehrere Becken und da kann man selbst dann, wenn man vor Ort ist, noch mal ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Wenn einem ein Becken besser gefällt, sagt man, zack, Zugriff. Und was der René ab und zu mal macht, der blockt auch ganze Becken und sagt, ich hätte gerne genau das komplette Becken. Das mache ich aber immer nach der Teichsaison, wenn ich Becken frei habe. Genau, letztens gemacht mit Mollis. Genau, Mollis und mit Kardinälen hatten wir es auch schon mal gemacht. Genau. Wir haben schon vorgearbeitet, hier haben wir schon mal was separieren lassen, dass wir da auch welche abbekommen. Schöne Blue Pearl Skalare. Das ist der Vorteil, wenn man einen Außendienst hat. Ja. So ist es, genau. Also René hat die vorher bestellt bei mir und dann kann man natürlich auch vorher selektieren, damit er auch sicher ist, dass er die Fische bekommt. Ja. Ja, es ist nicht immer sicher, wenn man so ein Becken hat. René bekommt zum Freitag Fisch. Die Stockliste kommt den Freitag zuvor raus. Wenn natürlich andere Kunden, die wir haben, vorher Fische bestellen, ist es leider manchmal so. Kann sein, dass ich auch mal leer ausgehe. Dass da auch mal leider der René leer ausgeht. Ah, cool. Da sind Blue Punks mit drin. Kann ich mir die raussortieren? Das ist gut. Wir haben endlich wieder Schmetterlingsbuntbarsch Blue Punk. Eine meiner Lieblingssorten. Ein paar sind hier mit drin. So, wollen wir mal ins Hauptgebäude? Ja, wir gehen jetzt ins Hauptgebäude. So, Guppies. Guppies ist Lehmgebärne. Spezialist für Guppies ist immer noch der René. Hier oben haben wir auch mal schön Kolkohaku in Form von Männchen und Weibchen. Weibchen rechts von deiner Kamera. Leopard. Black Flame. Habe ich mal selbst gezüchtet. Bei Entler-Guppies ist das so, dass man im Großhandel kaum die Weibchen oder die passenden Weibchen dazu bekommt. Jetzt zur Zeit ist es so, dass wir die passenden Weibchen haben. Also auch wir haben für Black Flame die passenden Weibchen. Also wir haben für euch zur Info auch ganz viele Raritäten Lebendgebärde, zum Beispiel Liberty Mollies oder endlich wieder die kleinen Zwerghäflinge Hydrandria formosa mitbestellt. Die holen wir heute hier auch ab. Und jetzt gucken wir uns noch mal ein paar Kampffische an. So, so kommt der alte Mann wieder von der Leiter. Und da haben wir vier schöne Bettas. So, also auch wenn es demnächst keine Diskus von Stenka mehr gibt, NK hat auch schöne deutsche Nachzuchten an Diskus anzubieten. Und ja, wir können euch also auch weiterhin schöne deutsche Nachzuchten an Diskus bieten. Ihr könnt die Farbschläge also schön mischen, ne? Das ist super. Ja, wir werden in Zukunft natürlich auch gucken, dass wir mal Importtiere besorgen. Da müssen wir aber schauen, wie die Qualität ist. Da testen wir uns erst, bevor die überhaupt in den Handel rausgehen. Das ist ja auch richtig so. Hey René, danke, dass du uns besucht hast, deine Koi selektiert hast bei uns. Das Auto ist voll. Ja. Ich hoffe, wir haben jetzt noch ordentlich auszupacken, den Nachmittag über. Jetzt geht's erstmal wieder zurück nach Hemming, zur Stanze. Ja, vielen Dank, dass du dir den Vormittag für uns die Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Wir sehen uns in der Teichmesse bei euch. Genau, Teichtage, 26. 27. Mai. Da wird der liebe, nette René noch mal vorher kommen und noch mal seine Becken vollfüllen, wenn er bis dahin viel verkauft hat. Wir hoffen, dass das Wetter besser wird. Dass wir dann irgendwann auch mal mit den Teichfischen starten können, die wir jetzt so schön eingekauft haben. Ja, und sonst? Und sonst sage ich, weiterhin gute Sommerarbeit, René. Ja, gleichfalls. Was im Kasten?
Ja, nun ist schon so ein bisschen Zeit vergangen und unsere Neuzugänge, die wir bei NK zusammen mit euch selektiert haben, haben sich auch schon ganz gut eingelebt. Hier sehen wir schon mal unsere schönen Aoki Japan Koi. Die stehen noch toll in Farbe, haben gleich alle wieder Hunger. Und hier von Maruyu, die kleinsten, die wir mitgenommen haben, stehen auch richtig gut, zeigen tolle Farben. Hier die ganzen Teichfische, Biotopen, Goldorfen, ganz viele verschiedene Goldfische. Und hier unsere schönen XL-Showtiere, Shubunkin und alles. Ja, alles da. Aber auch im Warmwasserbereich haben wir ja ausgiebig geshoppt. Und da wollte ich euch einfach nochmal unsere Raritäten zeigen. Zum Beispiel hier die Liberty Mollies, die wir ja von NK mitgebracht haben. Und hier unten haben wir unsere Tiburonenkerblinge, die Limia Tridens. Sind auch gut drauf, sind auch schon ein paar weggegangen. Finde ich immer wieder gut, dass es noch Leute gibt, die auch solche Raritäten oder mal Besonderheiten haben möchten. Und natürlich Kampffische. Hier sehen wir zum Beispiel einige Tiere, die wir für euch vor Ort ausgesucht haben. Die sind doch richtig klasse. Die haben auch schon wieder richtig Farbe gekriegt hier jetzt im Becken. Ganz bisschen blass um die Nase sind manche Tiere noch. Und die meisten haben schon wieder richtig ein tolles, intensives Rot. Die Espes-Keilfleck-Bärblinge. Total schöner Fisch. Ich würde sagen, dann habt ihr mal einen schönen Einblick bekommen in unseren Arbeitsalltag oder auch nicht Alltag, denn wir fahren ja auch nicht jeden Tag zum Großhändler. Leider könnte man fast sagen. Ihr wisst mal, wie es da so hinter den Kulissen zugeht und wo eure Fische, die ihr bei uns kauft, so herkommen, wie Tierfischgroßhandel geht. Bis dann!